Oliver! Oliver, das ist jetzt eine ganz dumme Situation. Lasst euch nicht stören. Ich kann dir das erklären! Das ist eine Katastrophe. Wie ist er denn überhaupt reingekommen? Und er hat einen Schlüssel, was fragst du denn? Also irgendwie komme ich mir vor, als wäre ich gerade beim Seitensprung erwischt worden. Ach, ich könnte mich ohrfeigen. Wieso muss ich auch aus unserer Liebesgeschichte ein Geheimnis machen? Die beiden waren voll in Aktion. Deine Tante Poppen mit deinem Schwarm? Nicht. Ich muss mal kurz in Kerl eine Kiste Wasser holen. Passt ihr kurz auf, dass keiner abhaut, ohne zu zahlen? An mir kommt keiner vorbei. Danke, Andi. Ich mach garantiert schon länger mit den beiden. Wieso, steht sein Aftershave in ihrem Badezimmer? Nee. Aber die hat schon seit Wochen nichts mehr in Richtung neuer Partner unternommen. Warum wohl? Stopp. Hast du schon bezahlt? Zeig mal die Quittung. Was soll denn das jetzt? Dann setzt du dich jetzt dahin und wartest, bis die Chefin zurück ist. Sag mal, hörst du schwer? Als Türsteher könntest du echt Karriere machen. Keine schlechte Idee. In dem Job lernt man eine Menge Mädels kennen. Du hast schon eine Freundin. Ist ein Grund, aber kein Hindernis. Zum Glück weiß Lukas nicht, dass ich in ihn verliebt bin. Das wäre mir so tierisch peinlich. Jule, der Typ hier schon bezahlt? Ja. Gut, du kannst gehen. Wie sieht's aus? Lässt es zum blanken Bier springen? Aber sicher. Oliver, bekommst du auch eins? Ja. Das ist so eine Sauerei von Charlie. Du hättest eh nicht bei ihm landen können. Lukas mag mich, das weiß ich. Olli, ich mag dich auch. Trotzdem landen wir nie im Bett. Wie sieht's aus? Komm, wir trinken das Bier noch aus und dann gehen wir in irgendeinen Tuntenladen und du reißt dir was Neues an. Ich werde deinen Auserwählten auch nicht vor der Nase wegschnappen. Versprochen. Wir haben hier übernachtet? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ihr Neffe hat sich ja nicht mehr blicken lassen und ich hatte keinen Schlüssel für die Eingangstür. Ich habe doch meine Handynummer, weshalb haben Sie nicht angerufen? Das habe ich getan, aber Ihr Handy war ausgeschaltet. Oh, das kann natürlich sein. Ja, das war so. Was ist denn los? Oliver ist nicht mehr ins Bistro zurückgekommen. Kellner musste hier übernachten, weil er keinen Schlüssel hatte. Was ist mit Oliver? Hast du mit ihm gesprochen? Nein, er ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Gottes Willen, hoffentlich ist nichts passiert. Nein, mach dir keine Sorge. Jule hat ihn im No Limits gesehen. Mit seinem Freund Andy. Der ist bestimmt bei ihm. Ich melde mich. Charlie! Wissen Sie eigentlich, was Sie mir mit Ihrem dämlichen Streich eingebrockt haben? Ich könnte doch nicht ahnen, dass Oliver Sie hier einfach sitzen lässt. Ja, warum habe ich mich bloß von Ihnen dazu überreden lassen, den Schlüssel zu verstecken? Ich glaube, weil Sie 100 Euro ganz gut gebrauchen konnten. 200, Erschwerniszulage. Na gut. Kopf explodiert gleich. Ist ja auch kein Wunder nach 9 Gin Tonic und 4 Bier. So viel habe ich doch nicht getrunken. Ach, ruf Fabio an, der wird's dir bestätigen. What the fuck ist Fabio? Der Typ, mit dem du die halbe Nacht rumgeknutscht hast. Du verarscht mich. Nein, du hast ihn im Club aufgerissen. Aha. Wie sah der aus? Du hast ihn die ganze Zeit Lukas gelacht. Ich hab dir noch nicht meine Nummer gegeben, sag bitte nein. Ich konnte dich gerade noch davon abhalten. Danke, du bist ein echter Freund. Ja, ich kenn sowas. Will man nur ein bisschen Spaß haben und plötzlich wird man die Frau nicht mehr los. Muss ja ganz schön anstrengend sein, so begehrt zu sein wie du. Du sagst es.
Auch einen Kaffee? Nee, danke. Ach, Tom fand's übrigens nicht so prickelnd, dass du heute hier geschlafen hast. Ich wollte einfach nicht zu Lukas. Verstehe. Hast du dich eigentlich sehr gelangweilt, während ich mit diesem Fabio... Nee, überhaupt nicht. War richtig gute Stimmung in diesem Tuntenladen. Da könnten wir ruhig öfter mal hingehen. Ich entdecke ja ganz neue Seiten an dir. Ach, das tapfere Schneiderlein. Sie Spaßvogel, ist Oliver da? Ja, kommen Sie doch rein. Danke. Guten Morgen. Ach nee. Oliver, es tut mir alles so schrecklich leid. Du wusstest genau, dass ich in Lukas verliebt bin. Ach, wenn ich doch geahnt hätte, was in dir vorgeht. Was denn? Naja. Lass mal. Ich komme schon damit klar. Es gibt noch genug andere Männer. Danke fürs Herbringen. Willst du noch einen Kaffee? Nein, ich muss wieder ins Bistro. Der Kellner ist jetzt schon seit 20 Stunden da, der arme Kerl. Ich kann nur noch an dich und... Das macht dir also doch etwas aus. Warum bist du denn nicht ehrlich, Oliver? Charlie, ich habe kein Problem damit. Und was ist jetzt mit Lukas? Da habe ich mir nur was vorgemacht. Ich habe gedacht, wenn ich einen neuen Freund habe, dann komme ich schnell über Tom hinweg. Wenn das so ist. Und jetzt löst den armen Kellner ab. Ja. Ach, Charlie, kennst du vielleicht jemanden, der eine Wohnung zu vermieten hat? Willst du hier ausziehen? Ich bin Lukas und den anderen schon viel zu lange auf die Nerven gegangen. Ich kann mich mal umhören, aber von heute auf morgen wird es nicht klappen. Halb so schlimm. Wozu hat Jule eine Pension? Oliver, ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Wieso? Mir geht's prima. Tschüss, Charlie. Wie ist's gelaufen? Naja, er hat es besser aufgenommen, als ich dachte. Aber er will hier ausziehen. Ach, wie schade. Warum musste er sich auch ausgerechnet in mich verlieben? Ob Felix wirklich zum Meeting kommt? Vielleicht hat er den Termin mit Lütz Entertainment vergessen. Oder er ist bei Silvia. Wahrscheinlich erzählt sie ihm gerade irgendwelche Schauermärchen und versucht, ihn über die Mitleidstour für sich zu gewinnen. Die Herren Lütz und Hult sind jetzt da. Führen Sie sie bitte in den Konferenzraum. Ich glaube, es gelingt ihr, Felix auf ihre Seite zu ziehen. Dein Sohn weiß, wohin er gehört. Soll ich dich bei Herrn Lütz entschuldigen? Das wäre noch schöner. Komm. Herr Lütz, grüße Sie. Guten Tag. Darf ich mir Herrn Rütt vorstellen? Guten Tag. Lütz, Herr Rütt, wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen, danke. Ja, wunderbar, dann können wir gleich anfangen. Ach, darf ich Ihnen meinen Sohn Felix vorstellen? Er schnuppert zurzeit ein bisschen in die Firma rein. Herr Lütz, Herr Rütt. Nett, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Hallo. Ja, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Wenn du nicht in die Pension willst, kannst du gerne hier bleiben, bis du eine Wohnung gefunden hast. Danke, lass mal. Charlie hat mir erzählt, dass du... Meine Tante übertreibt gerne, das weißt du. Oliver, falls ich dir irgendwann mal Hoffnungen gemacht haben sollte, dann tut mir das leid. Aber bei uns bleibt doch alles beim Alten, hm? Sicher. Kommst du allein zurecht? Ich bin mit Charlie verabredet. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke. Wiedersehen.